Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Atari ST. Und wie ihr seht, wir begeben uns in die Lüfte. Und zwar spielen wir Falcon, ein Spiel von 1987 ursprünglich. Ist da erschienen für den PC MS-DOS und für den Macintosh. Ich habe dieses Spiel ja schon mal letztes Jahr auf dem Amiga Let's Played und heute gucken wir uns die Atari ST-Version an. Das Spiel ist natürlich, oder die schönste Version ist natürlich auf dem Amiga, vom Sound her, auch von der Grafik her. Aber für den Amiga erschien dieses Spiel erst 1989, für den Atari ST allerdings schon 1988. Deswegen konnten die Leute, die einen Atari ST hatten, konnten schon ein Jahr früher Falcon auf ihrem Heimcomputer spielen. Mir war das damals leider nicht vergönnt, weil, wie ihr wisst, ich komme aus der ehemaligen DDR und bei uns, ich hatte erst ab 1990 einen Commodore C64, war mein erster Computer und da war ich natürlich immer etwas traurig, weil gerade viele Flugsimulationen für den C64 nicht erschienen sind. Darunter zählte auch das Falcon, wo wir eine F16 steuern. Und das Spiel galt ja damals als das Nonplusultra der Flugsimulation und war auch richtig gut, na, simuliert. Und wir suchen uns erstmal jetzt hier mal eine Meinung. Genau, haben wir schon mal. Und das ist wirklich. So, das ist wirklich sehr, oder ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ja, schreibt es ruhig in die Kommentare, wer es gespielt hat, wer es vielleicht sogar auf dem Atari gespielt hat zuerst. Wir gehen jetzt erstmal in den Bewaffnungsbildschirm. Und das ist unser Bildschirm für die Bewaffnung und ist sehr schön gemacht, finde ich richtig gut. Ist auch von der Grafik her dicht am Amiga dran. Und hier ist unsere F16 und ja, dieses Bild, das habe ich damals zuerst gesehen in einer Zeitschrift. Und ja, ich konnte dieses Spiel aber erst in den 90ern spielen. Und dann auch zuerst bei einem Kumpel auf dem Amiga, bis ich dann später selbst einen hatte. Wir haben natürlich die M9 Sidewinder-Raketen, wir haben Luftbodenraketen, wir haben Bomben und so Zusatztank ohne Heu. Und ich würde sagen, wir starten mal. Und hier haben wir unser Cockpit. Ne? Und wir haben auch die Möglichkeit hier diese, sage ich mal, Seitenansichten und Außenansichten von der Seite, von hinten. Und das finde ich sieht richtig gut aus, gefällt mir sehr gut. Und wir starten mal. Und wir heben ab. Heu. Nicht im Steigflug nach oben gleich. Und wir nehmen uns mal unsere Sidewinder vor. Und wenn ich das so sehe. Ja. Haben wir hier schon einen Gegner. Oder was ist das? Caution. Caution.
Hoppala, hoch. Caution. 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 So, wo kommt jetzt mein Gegner? Caution. 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 Halt. Caution. Ach, Caution, was wie ich hier? Caution. 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 So. Könnte sein, wir fliegen in die verkehrte Richtung. Drehen wir mal um. Fliegen mal runter. Wie gesagt, ich habe es lange nicht gespielt. Aber ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Und habe ich damals gemacht und ich mag es auch heute noch. Weiß. Nein! Wapp! Stürzen ab hier! Ich habe ja einen Flugstil, der ist ja unter aller Sau. Ja, wir werden ja wohl keinen Luftkampf sehen heute oder was? Das ist natürlich betrüblich, aber... Hundertvierundzwanzig. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Seht ihr das? Wollt ihr euch einen schönen Luftkampf zeigen? Und hier geht's nicht. Machen wir jetzt einfach. Wir machen mal noch mal neu. Machen wir neu. So, wir gucken wir mal. Jawohl. Take off. Caution. 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 So.
Ah, mit der Steuerung. Ja, auch schon ein analoger Joystick wäre besser. Aber na gut. Bald. Ich flieg vielleicht einen Käse zusammen. Ah, ich hätte vielleicht mal ein bisschen üben sollen vorher. Das sage ich ganz ehrlich. Oh, das war eine F-16. Das war eine F-16. Meine eigenen Leute habe ich schon los. Ja. Wie bin ich hier? Tut mir wirklich leid, dass ich euch hier keinen Luftkampf zeigen kann. Auf der Amiga-Version, da hat es funktioniert. Aber hier ist die Steuerung, finde ich. Oh. Also war auf dem Amiga doch flüssiger. Ist hier ein bisschen haklicher. Und nicht ganz so präzise. Aber kann natürlich auch, sage ich mal, an meinem Emulator liegen. Obwohl ich den eigentlich ganz gut eingestellt habe. Tja, egal. Irgendwie. Boah, das ist, also die Steuerung ist wirklich, weiß ich nicht. Da war eine MIG, da war eine MIG. Oh.
Alter, so Boden! Boah. Halt jetzt! Jetzt haben wir's. Ja! Versuch's ja. Oh. Bin wieder in ihrem Sack hier. Nicht machen. Wenn wir den einen abschießen, ne? Guck mal, was hinkriegen wir ab, sag. Komm doch hoch. Ach, oh, what, what? Upsala. Es ist einfach, ich schaff's nicht. Ich kann euch hier kein, leider, kein Abschluss zeigen. Oh, da war einer. Weil die Mix. Ich glaube, ich habe sogar die schwerste jetzt gewählt. Natürlich Blödsinn. Ah. Oh. Halt, oh. Wo denn? Ah. Das noch schaffen wir. Den abzuschießen, ich weiß es nicht. Gehen wir auf Kanonen jetzt hier. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Es ist fertig. Ja, ihr müsst dort denken, der ist wirklich zu blöd zu fliegen. Und ja, kann ich ihm mal abstreiten. Aber ist trotzdem, macht's noch Spaß. Komm jetzt.
komme einfach nicht ran. Ich komme einfach nicht ran. Ich komme einfach nicht ran. Die Steuerung ist wirklich nicht das Beste. Ich pack's nicht, Leute, ich gebe auf. Und aber ihr habt das Spiel gesehen und auch wenn ich nichts abgeschossen habe, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Kanalabo. Aber am wichtigsten ist, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play auf dem Atari ST. Macht's gut und ciao. Und ich werde mal versuchen, ob ich doch noch was abschießen kann.